Ich hatte gerade die Session Jugend Hackt einleiten dürfen. Das heißt, wir haben uns damit befasst, wie bringen wir so Dinge wie oder so Ideen wie Coding, Program oder Be Programmed in die Breite, wie bringen wir das in die Jugendmedienarbeit, wie können wir Jugendliche für eher nerdige Themen wie Programmierung begeistern, was gibt es da für Ansatzmöglichkeiten, was hat es auch für Lebensweltbezüge, sind da auch ganz viele Themen wie Games und aber auch schon politische Bereiche gekommen und haben das anhand von Sonja Reichmanns 6 Kriterien für gelingende E-Partizipation einfach versucht mal Jugendhackt auf den Prüfstand zu stellen und das gelang eigentlich ziemlich gut, dazu gibt es eine Mindmap, wo man das Ganze nochmal nachvollziehen kann. Jo.